Hallo, in diesem Video möchte ich im Prinzip zwei Anfragen auf einmal beantworten. Die eine haben wir über eine E-Mail bekommen, wo wir gefragt werden, ob und wie wir überhaupt, oder ob das überhaupt geht, dass wir eine Update-Routine bzw. das, was in einer Textbox, in einer Textbox, in einem Textfile oder bei der anderen Frage in einem HTML-Dokument steht, in Visual Basic anzeigen lassen können. Die Antwort ist ja. Und die zweite Anfrage ist von unserem Forenbenutzer Soulstar. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da werden wir gefragt, wie wir den Inhalt in diesem Fall von einer Textdatei in einem Label anzeigen lassen können. Und in dem Fall, was ich jetzt hier zeige, mache ich im Prinzip das Gleiche, nur nicht in einer Textdatei und auch nicht in einem Label. Sondern ich mache es hier in einem HTML-Dokument. Im Prinzip ist das das gleiche. Und nicht Label, sondern Messagebox. Dazu brauchen wir erstmal die Datei, die überhaupt angezeigt werden soll oder der Inhalt angezeigt werden soll. Dafür habe ich hier ein Update-HTML mit dem Inhalt Old. Den habe ich auf einem Server gespielt und ist unser Test-Update-HTML zur Verfügung. Das Ganze wird nach dem Video wieder gelöscht. Gut, ich schätze mal, unser Soulstar will das Ganze hier in Visual Basic haben, weil hier noch steht Quellcode angeben. Und da wir uns ja im Prinzip noch mit Visual Basic beschäftigen, oder bis jetzt noch mit Visual Basic beschäftigen, werden wir das Ganze auch in Visual Basic zeigen. Wie gesagt, die Datei ist online. Ich kann ja nochmal reloaden. Gibt's noch? Also gehe ich hier in mein Visual Basic. Dafür brauche ich den Button zum Auslösen und ein Webbrowser Control, damit das auch Ganze funktioniert. Dieses Webbrowser Control muss nicht groß sein, es kann auch minimal sein. Ich kann es im Prinzip auch ganz klein machen. Aber da gibt es auch einen kleinen Trick. Ich klicke hier einfach auf Webbrowser Control, wenn es nicht sichtbar sein sollte. Und gehe hier auf Visible gleich False. Jetzt ist das Ganze nämlich nicht mehr sichtbar und stört im Prinzip auch nicht. Sollten Sie es nicht wollen, dass das angezeigt wird. Gut, Doppelklick-Button. Und der Code lautet, aber jetzt habe ich was vergessen, der Webbrowser muss ja auch einen Link oder die Seite ansteuern, wo er überhaupt auslesen soll. Klar, das können wir auch über den Button machen. Aber, also per Code im Prinzip, aber das geht auch über den Webbrowser in den Eigenschaften. Dazu kopieren wir einfach den Link, der ausgegeben werden soll, oder der Inhalt ausgegeben werden soll, und kopieren ihn hier im Webbrowser 1 auf URL rein. Jetzt können wir mit dem Coden anfangen. Wenn Sie das jetzt nicht über den Webbrowser 1 machen wollten, also per URL, würde der Code dann lauten webbrowser1.navigate und dann in Klammern der entsprechende Link. Und darunter würde dann der Code kommen, den ich jetzt hier habe. Aber da ich das jetzt schon in den Webbrowser reingesetzt habe, lasse ich das jetzt weg. Gut, der Code heißt oder lautet webbrowser1.dokumenttext. Und der muss gleich old sein in dem Fall, weil ich ja gesagt habe, ich will jetzt zwei Anfragen beantworten. Und das eine war eben eine Upgrade bzw. Update-Anfrage. Mache ich das Ganze in einem If. Und wenn es hier zum Beispiel If dran steht, soll eine Messagebox kommen. Messagebox, Klammer auf, Anführungszeichen, meinetwegen Update verfügbar. Das Ganze mache ich in einem Information Style und wieder Update als Überschrift. Wie gesagt, das hier ist eine Update-Routine, aber in dem Fall, was Soulstar hier meint, auslesen, ist das im Großen und Ganzen das Gleiche. Sie müssen es nur minimal umschreiben. Also Webbrowser 1.DokumentText gleich Label 1.Text in dem Fall.
Aber da wir uns denken, dass so eine Update-Routine ein bisschen komplizierter bzw. umfangreicher ist, nehmen wir das hier als Beispiel. Gut, das ist jetzt, wenn old dran steht. Deshalb müsste ich dir im Prinzip auch new hinschreiben, weil Update verfügbar und old passen nicht ganz zusammen. Und jetzt können wir bei else, also sonst, können wir das gleiche im Prinzip hinschreiben. Dann das ganz gleiche mit der Messagebox und setzen einfach ein kein dahinter. Gut. So viel zu der Update-Routine. Das testen wir auch gleich mal. Jetzt haben wir ein Old auf unserem Server. Old. Starten wir das Ganze mal. Wir sehen hier, es gibt keinen Webbrowser. Hier auf Button 1. Und jetzt kommt die Messagebox, kein Update verfügbar. Wenn ich jetzt das ändere. Spiel es auf meinem Server. Starte die Anwendung erneut, also ich habe jetzt New und jetzt müsste also kommen Update verfügbar. Update verfügbar bei New. Hier ist es und funktioniert im Prinzip auch wunderbar. Sollen Sie jetzt auch noch ein also das gleiche, gleich das neue File runterladen, sollten Sie das Programm updaten wollen, gehen Sie einfach auf Webbrowser 1.navigate und dann die exe-Datei, also im Prinzip, wo das Ganze liegt. Sollten Sie jetzt gleich das neue Programm, also in Bezug auf dieses Update, herunterladen wollen, einfach Webbrowser 1.navigate und dann Ihre exe-Datei angeben. Funktioniert auch wunderbar. Gut, ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, dass wir jetzt zwei Fragen gelöst haben. Sollte es Probleme geben, Fragen, wie gesagt, Forum steht immer offen. Und ja, okay.